Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Warhammer 3 Total War. Keine Sorge, also schon, ihr habt was verpasst. Ihr kennt ja die Standardausrede. Ich habe mal ein bisschen gespielt, bis wir jetzt vor der Seele sind. Ich bin falsch gelaufen und so, immer zum falschen Portal, zu einem Ding. Und jetzt hat sich das hier offenbart. Da war ja so ein Wegpunkt, den habe ich nicht gesehen, weil ich so blind bin wie immer. Auf jeden Fall können wir da jetzt rein. So, folgendes. Ich habe schon weitergespielt. Und, ich versuche das jetzt mal gerade zu erklären. Und ich bin nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Und die Aufnahmen waren für den Arsch, weil ich habe mich da nur aufgeregt. Weil viele Mechaniken für mich immer noch unverständlich waren. Wie zum Beispiel Risse schließen kann ich auch mit Agenten. Das werde ich auch jetzt auch tun, weil ich muss dafür immer hin und her rennen. Das habe ich nicht gemacht und das war voll für den Arsch. So, und Kartei hat den kompletten Norden erobert und kommt mit 10er-Stacks. Mit 10 Armeen oder so. Also ich hatte einen Punkt, da waren es 9. Und das ist echt übel. So, und jetzt habe ich es so gemacht. Ich habe das Spiel jetzt auf normal gestellt. Ich hätte es von Anfang an tun sollen. Ich habe es nicht getan. Ich bin blöd. Aber jetzt haben wir es gemacht. So, und wir haben hier Agenten. Hunter. Warte mal, da haben wir einen. Die habe ich ja... ich weiß gar nicht, ob ihr dabei wart, wo ich die gebaut habe. Wir bauen auf jeden Fall hier unten einen. Wir müssen ein paar machen. Das kostet halt Unterhalt. Aber, also wir brauchen hier einen. Hier kommt ein Portal. Hoffentlich werden die nicht gemeuchelt. Hier kommt ein Portal. Da bleibt der stehen. Und, warte mal, das ist nicht Forut, ne? Forut ist meine Hauptarmee, hoffentlich. Ne? Der das Portal schließt, so damit wir mit den Armeen vorrücken können. Das ist das Wichtigste. Also jetzt machen wir das erstmal mit der Seele. Ich bin da hingeraten. Jetzt machen wir das erstmal. So, jetzt kann ich auch nur aufnehmen. Also, es war schon echt schrecklich. Also, glaubt mir, ich habe jetzt so viel Zeit in eine Nichtaufnahme gesteckt. Achso, und das Mal kriege ich weg, wenn er in einem Schutzgebäude-Ding steht. Das steht auch da. Ich habe das Gebäude nicht gefunden, aber das ist diese Fackel, die Skaven killt. Und da muss der gleich drin stehen, nachdem wir hier fertig sind, für 5 Runden oder so, damit alles weg ist, oder länger. So, los geht's. Möge der Bessere gewinnen. Und zwar ich. Los geht's. Heldenhafter Sieg. Ich kann das auswürfeln. Oh, das mache ich auch. Es tut mir leid, Leute. Das habe ich schon so oft gespielt. Okay. Tut mir leid. Ich hätte es euch zeigen können. Aber das habe ich auch schon mal im Stream gezeigt. Das ist eigentlich eine ziemlich bescheuerte Mechanik. Man muss dann so etappenmäßig kämpfen. Und das dauert einfach nur lange. Da kommen die ganze Zeit Truppen. Aber es dauert einfach nur. So, wir nehmen das Geld. Ah, guck mal, er rennt einfach weg. Ah, jetzt haben wir es. The first soul harvested, when all four have been gathered, they will combine into a single light, revealing a shadow path to the forge of souls. Then Urson will be within our reach. But what's this? The tome consumes the soul's energy, reaching across time, revealing secrets. Revealing secrets. The distant past. Vor langer Zeit. It was the old ones that shaped this world into a paradise. Yet the power they harnessed to move sun and rock could not be tamed. Raw magic erupted from the great cataclysm, flowing forth from a realm of chaos. So came the demons. They hunted the mortals, feeding on their souls. Yet one of their prey betrayed his kin and embraced the gods of chaos. They gifted him demonhood. And he became the first demon prince, Bellacor. He clawed at the world, scarred it with his armies, reveling in the bloodshed. Those who seek power will always want more, and Bellacor's lust was the greatest of all. Gods of Chaos! Have I not fed you souls? Have I not given you the world? Give me more power. Answer me! Ah,
The four gods punished the demon prince for his arrogance. They took everything. His armies, his power, his form. Cursed to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless for eternity. Damn the gods. Die Gegenwart. Also jetzt. Also und nicht unsere jetzt. Bellacor has spent millennia planning his revenge on the Chaos Gods. What twisted scheme has his dark mind constructed? Habt ihr gesehen, der Bär hatte Dorn auf dem Kopf? Das habe ich vorher nicht gesehen. Es tut mir leid. Also ich schäme mich wirklich dafür, dass ich Schlacht jetzt nicht gespielt habe. Also ich schäme mich nicht. Ich bin wirklich glücklich. Und das ist doch das Wichtigste hier, oder? Der Foliant des Schicksals ist mit der ersten Seele eines Dämonenprinzen gesättigt. Doch uns bleibt kaum Zeit, um in unserem Ruhm zu schwelgen. Denn wir brauchen noch 3 solcher Seelen, um die Brücke der Schatten zu erhellen und den dunklen Meister in seinem Unterschlupf bei der Schmiede der Seelen zu erreichen. Das werden wir auch tun. So, folgendes. Ich zeig euch mal, was wir gemacht haben. So, folgendes. Ich war bis hierhin vorgerückt, bis hier. Ich war sogar bei der Yeti-Spitze schon. Und dann kam auf einmal die Wellen der Kartei. Und ich werde auch gucken, dass ich da nicht in den Krieg eintrete mit den anderen. Und ich werde gucken, dass ich vielleicht wieder Frieden mache. Aber ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, hier einzufallen und Kartei zu vernichten. Ja, rigoros. So, haben eigentlich alle Portale geschlossen? Ach, waren gar keine mehr offen, ne? Also, mit dem sind wir verbündet. Wir gucken auch, ob wir vasalieren können. Also, mit dem war ich vasaliniert. Und mit denen nicht. Und ich weiß jetzt auch, wie das mit dem Bündnissystem so funktioniert. Die meisten von euch wissen das bestimmt schon. Aber ich werde das trotzdem nochmal klären. So, hier ist Furt, der beste Jäger der Welt. Jetzt müssen wir mal hier machen. Hier haben wir Bonus gegen große Feinde, Psychologie. Also, wir haben kein Problem gegen große Feinde. Hier, Angriffsbonus und Aktionen, zusätzliche Verluste. Oder, warte mal, soll ich vielleicht was anderes nehmen? Geschwindigkeit, Attribut, Schleicher, brauchen wir nicht. Reichweite 10%, Geschossstärke 12%, nein. Ach, da ist immer so ein Dings bei. Na gut. Ich meine, Säbelzahnrudel, vielleicht müsste ich den so ein Säbelzahnrudel-Armee stecken. So, wir haben ein Problem. Ja, wir stecken jetzt hier oben fest und hoffen, dass uns niemand angreift, was sehr fragwürdig wäre, dass das passiert. Wir haben auch hier keine Heilmöglichkeit. Und hier sind überall Armeen. So, jetzt bauen wir hier ein Zelt auf und hoffen das Beste. Und hoffen das Beste. So, wir machen mal, bauen das hier und das. Wir haben ja genug Geld. Und hoffen einfach, dass uns jetzt eine Runde lang keiner angreift. Ah, hier. Ja, wir machen mal hier, haben wir irgendwas mit -2 Runden, Minimum 1. Wir machen mal einen Nahkampf lieber. Und hoffen, dass er das überlebt. Wenn wir in der nächsten Runde austauschen können. Wir können auch jetzt austauschen, aber da besten Lager, machen wir das mal. So, Lager bauen ist wichtig, ja? Also kommen wir zum nächsten Ding. Ich bin so froh, dass ich jetzt nochmal von vorne spiele. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Also, die Lager muss ich auf jeden Fall ausbauen. Wir haben hier zum Beispiel, das habe ich nicht gesehen, Unterhalt -60% für alle Einheiten. Da muss noch drunter stehen, im Radius. Ich glaube, es ist im Radius, aber ich glaube nicht, dass das für alles gilt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann machen wir hier mal Finanzen erstmal hoch. Und wir haben hier was Wichtiges. Das haben wir, glaube ich, gar nicht. Damit können wir die Magier rekrutieren, diese Magierhelden. Also, da ist der eine Held. Da ist eine. Wir haben nur eine Armee, oder? Ich muss gerade nur mein Gehirn wieder. Da ist die andere Armee. Okay. Mein Gehirn wieder anschalten. Da müssen wir durch Kartei plätten. Weil ich hatte auch so Performance-Probleme beim letzten Mal. Das war schon echt übel. Den kann ich leider nicht hinzufügen. Ich kann ihn aber da reintun. Ne, das kann ich auch nicht. Ich kann ihn aber... Was macht der überhaupt? Wachstum stimulieren. Hat aber alles gar nicht. Guck mal, da ist ein Held. Den können wir vielleicht platt machen, wenn wir nichts zu tun haben mit dem. Oder auch sterben jetzt dabei. Das Ding ist, ich könnte theoretisch einfach rekrutieren, wenn die Türme... Tore aufgehen. Die Türme und die Tore. So, und hier müssen wir jetzt Folgendes reinrekrutieren, weil hier sind nur Gnoblas. Hier kommen jetzt rein ein paar Ogerbullen oder so. Hier. Weil da ist gar nichts drin.
Also Kartei mit Ogern gegen Kartei spielen, das ist die Hölle. Ist die Hölle. Sag ich euch. So, Söhne des Berges, machen wir mal. Nicht-Angriffspakt, Handelsabkommen, militärischer Zugang und wollen nichts dafür. Desto mehr lieben sie uns. So, nämlich, da war ein Punkt, da wurde irgendwie den Krieg erklärt, das war nicht total Banane. So, Larsax, da geht auch Kartei durch, guck mal, da sind auch so ein paar. Wir können jetzt einfach sagen, die sollen selbst klarkommen oder... Ne, konferieren geht nicht. Guck mal hier, Koordinationspunkte. Wir können Außenposten bauen, Missionen, Verbündete gibt's. Und wir können die Armeen übernehmen, anfordern. Nicht alle. Es kommt. Man macht so Punkte hier und die kann man dann einlösen. Also müssten wir eigentlich mal gucken, habe ich eigentlich irgendwie bei den Punkten. Fulk ist das. 26, nein, ich denke nicht. So, wir sagen den mal hier, mach mal die Armeen weg. So, ich mach jetzt nochmal ein Save. Weil, pass auf, ihr werdet jetzt sehen, wie viele Runden ich gespielt habe. Da, Runde 140, glaubt mir. Und ich bin kein Stück vorwärts gekommen. Und ich konnte noch nicht mal mehr Seelen sammeln. Gar nichts. Gar nichts. So, es kann sein, dass wir Speckus gleich verlieren. Hier wird rekrutiert, wir können aber nochmal... Komm, wir machen mal noch, doch nochmal... Ich muss sagen, die Säbelzähne sind gar nicht so scheiße. Weißt du, die schickt man rein und dann rasten die aus und dann greifen die alles an. Yappi dappi dupi dupi. Yappi dappi da. Wir machen alles klar. Und wir leben noch. Lan long. Schwanz des Longus. Okay, Verbündeter macht mobil gegen andere Armee. Fraktion vernichtet, okay. Ach, Zench hat die irgendwie. Zeech. Ich sag Zeech. Ja, Zeech ist cooler. Ah, erforscht. Okay, sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Vielfraße müssen wir unbedingt machen. Wir brauchen irgendwas für Geld. Ich würde sagen, Waffenstil Ogerbullen, das können wir machen. It helps, Ogres. It helps me. Guck mal, hier haben wir auch eine verbündete Armee. Must face. So, was ist damit? Können wir da einfach hin? Roll rüber, mein Freund. Jetzt sag nicht, du kommst da nicht dran. Aber wir sind immer noch in Reichweite vom Lager, das ist gut. Tyrant. Das ist Bergflüsterer Glock. Glock 17. Man hat noch zwei Plätze frei. Ich meine, wir können auch Ogre-Kavallerie noch ein bisschen, aber das sind vier Runden, das dauert zu lange. Wir machen erstmal noch mal ein paar von den Wölfis rein. So, dann machen wir mal... Der ist im Radius, ne? Im Radius, das heißt, der kostet... Guck mal, Unterhalt ist 3000 plus 200... Achso. Aber es müsste ja stimuliert sein durch... Kann auch sein, dass der Unterhalt von der generellen Stellung ist. Das kann auch sein. Einkommen aus... Das ist das Wichtigste. Einkommen aus allen Gebäuden, die keine Lager sind. 10%. Wie krass ist das denn bitte, oder? Guck mal, 16.000 kostet das Upgrade. Das geht aber halt gerade nicht. Können wir uns nicht leisten. Aber wir können das hier mal upgraden. Es sei denn, es wird gleich überfallen noch. Verlustverstärkungsrate. So, die Fraktion ist weg. Da kann er jetzt erstmal wieder herumgammeln. So, da gammelt er rum. Riesen haben wir auch. Ich habe die irgendwo gefunden gehabt. Das muss ich eigentlich auch mal machen. Ich muss hier mal was abreißen. Eigentlich können wir auch das abreißen, weil wir sind ja im Maximum. Das kommt mal weg. Das ist die Verstärkung. Machen wir das mal weg. Das war Fleisch und dann haben wir noch minus für alle im Lager. Das ist mal blöd, dass nicht in Lager ins Lager kann. In Lager. Larsax. So, Larsax. Du machst mal Folgendes. Du holst dir jetzt mal deine Siedlung wieder. Hat er gemacht. Okay. Hier ist alles Roger. Ja, so, er holt sich jetzt mal Bösberg. Das geht nicht. Und dann pass auf, hol dir die. Hol sie dir. So, Wackelzahn hat Krieg gegen mehrere.
sind heute fleißig. Aber Wackelzahn? Ach, da haben wir kein Bündnis mit. You're in the tyrant. Oh, Fulk. Mann, ich drücke immer falsch. Ja, der macht die platt. Der soll er dabei bleiben. Und dann haben wir noch, Blutschlund. So, Blutschlund muss die Jedi-Spitze organisieren, auf jeden Fall. Ach, da ist Furt. Was hat der denn da oben? Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Heißt der Furt? Der ist auch Furt. Das ist bestimmt so ein Hans-Name für die, wie für die hier. Oh, guck mal, die. Oh, warte mal, da war doch eine Armee. Ist die verschwunden? Oh je. Vielleicht brauchen wir so einen auch, der eine Armee drin. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja, wenn Tor aufgehen, können wir die ja auch immer noch dicht machen. Das müssen wir erstmal eine Runde beenden. Mein Tee ist leer, das ist blöd. Mein Tee ist leer, das ist blöd. Geschenk, Dankeschön. Oh, warte mal, deren Forderung. Nein. Wir könnten ja Frieden anbieten, das... Geschenk. Ich bin ja wohl. So. Ogre Tyrant. Wir haben zwei Katapulte. Die sind aber richtig scheiße. Ich werde die bald ausmustern, wenn das geht. Guck mal, die Armeen sind fast zum Arsch. Dann machen wir die jetzt mal weg. Die sind alle fast zum Arsch. Dann radieren wir die alle aus. Ich verliere nix. Warte mal. Führerschaft. So, wir nehmen die Verstärkung. Mal schade, dass das eigentlich so wenig ist. Weil dabei, wenn wir die so essen, das müsste eigentlich noch besser gehen. Sehr gut. Nur tote Generäle sind gute Generäle. Ja, jetzt hat er das Ziel verloren. So, weg damit. Ihr miesen kleinen Dämonen. Schaden, aber also es ist halt immer so blöd, wenn man alles teilen muss. Was ist das denn hier? Verlassene Festung der Himmelstitanen. Kontrolle beim benachbarten Provinzen plus 1. Wachstum 5. Verlust Einkommen durch alle benachbarte Provinzen. Okay. Warte, wir machen erstmal das hier. Bleiben jetzt hier erstmal stehen. Skillen mal wieder. Also ich habe gesehen, Bullenangriffe hätte ich vielleicht nicht skillen sollen. Also am wichtigsten ist beste Fresser. Weil das sind die Eisenmenze und die Vielfraß, die man später eigentlich nur benutzt. Und hier machen wir mal... Ich will hier auf Zwischenmahlzeit gehen. Das ist so ein Regenerationsbuff. Für, wenn Gnoblers dabei sind, wenn ich das richtig verstanden habe. So, aber wir müssen uns jetzt erstmal austauschen. Wir werden jetzt ihn leider kicken müssen. Und pushen da mal für... Haben wir nicht irgendwie einen... Also egal, wir nehmen einfach Tyrann. Einen Tyrann. So. Und wenn er gleich wieder da ist, lassen wir ihn hier wieder erscheinen. Das geht jetzt leider nicht. Ne? Müssen wir jetzt wieder 5 Runden warten. Aber es ist die schnellste Möglichkeit, die wir jetzt haben, ihn da runterzukriegen. Es würde nämlich mehr als 5 Runden dauern, da runterzufahren. Und wir bauen aus. Er hat ein Level. Wir machen da mal, keine Ahnung, Wachstum stimulieren, Mobilität steigern. Wir machen mal Attentat. Das kann man immer gebrauchen. Ein Abstechen. Verteilt Kummer und Sorgen. So, Kohle. Die müssten ja dann gleich runterkommen. Alter, das ist die... Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich den falschen Start gewählt. Weil hier der andere, der Skrack, der ist hier unten. Hier. Das ist dieses... Und hier ist Altdorf. Ich hätte nicht gedacht, dass die drin sind. Ich dachte, wir wären viel weiter oben. Aber hier ist tatsächlich noch Altdorf. Und ich weiß gar nicht, was das hier für ein langes Gebirge auf einmal ist. Die Karte wird auf jeden Fall ziemlich anders aussehen. Die ist ja so ziemlich geschrumpft, ne? Ich glaube, das hier... Ach, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier Altdorf. Da, glaube ich. Und hier, das können wir einnehmen. Das sind 2 Provinzen. Und das ist dann locker schnell für den, für Skrak. Und dann kann man hier Menschen klatschen. Man kann sich mit den Menschen verbünden. Apropos verbünden. Wir müssen noch ein Bündnis machen mit Orks, damit wir Orks rekrutieren können. Genau du. Und ich würde den, mich echt gerne ein bisschen anbiedern. Wir fangen jetzt mal klein an. Ich hoffe, der wird halt nicht irgendwie vernichtet oder so.
Bergflüsterer Glock. So, Glock 17. Pass auf. Die besten Fresser. Genau. So. Nein, du sollst nichts machen. Das können wir ausbauen. Lassen wir aber. Wir lassen es bleiben. Oh ja. Wir lassen es bleiben. Oh ja. So. Tyrant of the Tribe. Komm, dann müssen wir den noch wegmachen. Dann ist er futsch. Arschpuster, Hängebauch der roten... Was? Arschpuster, Hängebauch. Roter Tyrann. So Arschblaster. Wir nennen den Dildo Dozer oder so. Kennt ihr? Das war ein Insider. Der Arschblaster und der Dildo Dozer. So, dann ist das hier oben erledigt. Arschpuster, Hängebauch der roten Träne. Arschblaster. Tut mir leid, das muss jetzt geändert werden. Hängebauch, Arschblaster. Ach nee, der heißt ja Arschpuster. Hängebauch der roten Träne. Hängebauch, Dildo-Doser. Arschpuster, Hängebauch, Dildo-Doser. Geil. Willkommen bei meinem hochwertigen Content. Ja, erstmal auch das hier oben. Okay, weiter geht's. Obey me. Ah, wir brauchen eigentlich noch ein bisschen. Hier müssten wir noch ein Lager hinbauen. Wenn das geht. Ne, er kann nicht. Ist aber noch im Radius von irgendwas. Ist das das Lager hier? Okay, er ist im Radius von dem Lager. Sehr schön. So. Dann brauchen wir in diesem Lager hier, sind die Magier. Dann machen wir noch Verstärkungsrate hoch. Oder ne, Geld erstmal. Dann, Fleisch muss auch hoch. Very, very good. Very, very cheap. £1 each. Und hier machen wir das auch. So, hier können wir den hier bauen. Und hier ist der Eisenspeier. Den habe ich noch nie gebaut. Da bin ich auch noch nie hingekommen. Aber ich mache jetzt mal das. Ich mache das jetzt einfach mal. Das Maximum Level. Und weil das Lager so teuer war, müssen wir hier einen weiteren rekrutieren. Und zwar, boah, wenn die angreifen, ne? Das ist so. Wir brauchen eigentlich, genau, Fernkämpfer. Weil wir brauchen eigentlich 1, 2. So ein paar billige. Guck mal, wie billig die sind. 28, ich meine. Hallo? Make sure I don't die. Right? Obey me or your dinner. Boah, ein bisschen Kavallerie finden. Ein bisschen schnelle Eingreiftruppen. More meat for my grinder. Who can I boss around? So, das Lager ist safe, würde ich sagen. So, das Lager hier oben, das brauchen wir noch ein bisschen, bevor das hier machen. Okay. Können fast wieder bald eine zweite Armee aufmachen. Alter, der Lappen. Nicht Angriffspakt, machen wir. Ich habe nämlich keinen Bock auf Krieg. Wir müssen uns ja auf die Seelen konzentrieren. Obwohl ich ja da... Blutgipfellager. Oh ja, so viel dazu. Und schon haben wir es wieder verloren. Gut, da müssen wir gleich Neues bauen. Ich würde es auch lieber hier auf die Kreuzung bauen. Weil es der weiteste Weg zu allen Lagern. Okay, eigentlich nicht. Eigentlich stand es gerade ganz gut, glaube ich. Rauch... Raubauch. Wie war das? Stumpfhohlbaum, bei, Diablo? Holnuss-Tiefbaum oder so. So, dann machen wir den weg. Ah, wir sind nicht ganz aufgefüllt. Jetzt fängt's an, jetzt müssen wir aufpassen. Genau, hau mal ab. So, Lager wieder aufbauen. Stellung halten. Du, im Radius. Sehr schön. Bleiben stehen, wir müssen vollgeheilt sein. Wir bauen das Lager auf und gehen ein Stück. Sehr schön, das können wir nämlich. Okay. Biggest gut in the land. Biggest gut in the land. The boss. Tyrant. So, Blutgipfel. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Make sure I don't die. Right?
Ah. Das wird wohl, glaube ich, besser halten. Das wollen wir nicht machen. Das ist nur gut, wenn man sich bei einem einschleien will. Das sollen wir einnehmen. Das sollen wir erobern. Und das. Nein, danke. Da kommen wir vielleicht hin, aber jetzt nicht. Jetzt doch noch nicht. Oh nein. Oh, oh Mist. Okay, das spielen wir. Das spielen wir. Ich habe eigentlich noch den Buff an, oder? Oh, das wird... Aber wenigstens ist das Lager dabei. Die westlichen Provinzen. So, ich habe mal meine Aufnahmequalität gesteigert. Ich war ein bisschen unzufrieden. Die Bitrate habe ich jetzt verdoppelt. Oder fast sogar verdreifacht. Tatsächlich, fast schon. Die war immer bei 70.000. Und jetzt ist die bei 200. Ich kann da natürlich nicht so viel aufnehmen, aber obwohl es geht. So, da kommt die Verstärkung, ja. Und unsere kommt von da hinten. Hat er wieder so eine super schneeweiße Karte. Wir starten erstmal die Map und dann gehen wir hier hoch oder hinter den Hügel. Weil ich weiß nicht, was die haben. Alter, ich erkenne gar nichts. Hört ihr das? Oh Mann, Alter, guck mal, da sind die Gebirge, wie es aussieht. 1 Minute 30, wir brauchen natürlich noch länger. Die Ogre sind nämlich fett und träge. Gemütlich, Entschuldigung. Hier, da, Raketenwerfer. Habe ich auch, ja, die bis 140 erfahren. Also die Raketenwerfer sind OP. Die sind sehr zielgenau, was Raketenwerfer nicht sein sollten. Und sie ballern mit 2 Treffern die Gnoblers weg. Ja, also das ist auch schon übel. Ich müsste eigentlich versuchen mit... Ach, die greifen mich an. Eigentlich müsste ich ja einfach warten. Ja, wenn die hier hochkommen, das ist eigentlich eine super Idee. Wenn ich die über den Hügel stürmen lasse, können die Raketenwerfer nicht auf mich schießen. Jetzt wollen die wahrscheinlich zu meiner blöden Verstärkung kommen. Natürlich ist es blödsinnig, einen Hügel aufzugeben, aber... Okay. Ah, jetzt gehen sie zurück. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ein paar mehr Bosse als die. Ja, kommt, greift an mit euren blödsinnigen Raketenwerfern, ihr Lappen. Meine kleinen Gnoblers sind bereit. Sie warten gierig auf ihre Beute. Namens Kartei. Karteikarten. Der war gut, oder? Karteikarten. Sehr gut. Beschlossen. Wer geht gucken? Gnobler 15, geh los. Oh Mann, warum ich? Hä? Jetzt überleben die nicht. Okay, das sind gleich da. Da, und das war's schon. Nein, Gnobler 15. Man hört nur Schreie. Aber guck mal, das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir ausnutzen. Volle Kanne rein. Guck mal, dieser Clusterfuck hier, Alter. Und die Raketenwerfer sind mittendrin und können wahrscheinlich nicht schießen. Die Hunde setzen sich auf die an. Guck mal, das sind nur Bauern. Angriff! So, der Hunter schießt mal auf... Gar nicht, der geht rein. Doch, ihr könnt mal mit dem Super-Ding mal da drauf schießen. Schießt ihr auf alle drei? Das tut er doch nicht, oder? Boah! Angriff. Scheiße, die haben angehalten in der Kavallerie. Scheiß Magier. Die haben überlegt, die Gnobler 15. Ich muss jetzt wieder ein bisschen auseinanderziehen hier. Das ist ein bisschen zu blöd. Sehr gut. Boah, guck mal. Rein in den Wald. Haut ihn frei. The quarry is mine. Wo ist denn der Anführer? Alter, Feuerwand.
Oh, da ist... Oh Gott, wer ist das denn? Zhao Ming. Tut mir leid, Zhao Ming. Ich vergesse jetzt mal, dass du auch mal da bist. Das müssen wir dafür aber Furt benutzen, sobald die Infanterie tot ist. Wir sparen mal ein bisschen Punkte. Guck mal, das hat sie erledigt. Sehr schön, sehr schön. Die sind halt so unsterblich, Alter. Boah, scheiße. So, hier pushen wir mal. Mit Stärke. Ja, haut drauf. Sehr schön. Sind doch nur Bauern, aber mit Speeren. Das ist ja immer blöd. So, jetzt wollen wir aber hier mal ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag legen. Aber die bewegen sich immer so scheiße, die Ogre. Du da angreifen, du da angreifen. Und du schießt auf ihn. Abschlachten, füllt Trefferpunkte von Kämpfern auf. Haben wir da irgendwas? Ne, brauchen wir nicht, oder? Wir geben dem mal einen Debuff. Weil wir so viele schon getötet haben. Oh, guck mal, die Kavallerie. Die sind gestoppt. Halbwegs, dann können wir jetzt hinten rein rutschen. Holt euch eure kleinen Pausencracker! Ich bin sehr glücklich, weil ich bin einfach froh, dass das jetzt funktioniert, weil ich war echt am Boden. Ich war am Boden zerstört. Guck mal, der hat auch einen Speer, der kann aber nichts werfen. Alter, ich hasse diese Drachengestaltlappen. Wie viel mehr Schaden macht er denn eigentlich? Ach, debufft das Ding. Jetzt haut er ab! Gibst du ja nicht. Nein, er haut nicht ab, der schiebt ihn einfach rum. Wie sieht's hier aus? Nein! Oh Gott, Schwabli! Wir kannten uns unser ganzes Leben. Und da kommt Pingling. Ich komme auch geflogen. Pong. Das ist nicht rassistisch. Ich wollte es mal betonen. Die heißt noch wirklich so, oder nicht? Mein Mulan hat mich das doch gelehrt. Das ist wie bei Hans, Franz. Nennen wir es Namensvorurteile, oder? Das ist fair genug. Ein Namensvorurteil. Es ist außerdem nicht rassistisch. Kartei existiert gar nicht. Ja? Also, kann ich machen, was ich will. Die haben nur ähnliche Namen. Ming, Kuk, Ming, Ling, Ping. Wo ist das Problem? So, okay. Arschpuster, Hängebauch, Dildo-Doser. Furt, Blutsafter. Oh man, die Namen sind schon Gold wert. Also. So. Die Standardbezeichnung, wie war das nochmal? Most used word. Wir machen lieber. Weißt du, man weiß ja nie, ob wir jetzt auf einmal kämpfen müssen nochmal. Schutzbündnis machen wir. Darmbluter. Ist dann auch nicht so toll, ne? Oder Darmblut. Ist nie ein gutes Zeichen. Okay, so, sehr gut. Sehr gut. Blutschlund. Genau, soll er machen, haben wir gesagt. Okay, so. Ich muss ja aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Warhammer 3 Total War. Und bis dahin, wie immer, haut ihr rein.